wenn wir sind gewesen in New York, in Amerika, das erste Mal, hat man zum Sof gegeben, als ein Kabbalas Ponem. Und man hat verbeten, als auch hochschule Professoren von City University. Und der Kanzler, wo sein Name ist Joseph Murphy, er hat geholfen mit dem direkten Austausch. Er hat gegeben Geld für das Projekt. Er hat geredet auf Kabbalas Ponem. Man sagt das erste Mal auf Jiddisch, weil er hat Norman Murphy ist seine Mama, jüdische Mama. Und er hat erzählt auf Jiddisch, als er gedenkt, was er, wenn er ist gewesen, ein Kind, vielleicht seine Mama ihm schicken auf der Gasse mit der Puschke zu sammeln Geld für Birabidjan. Wollte seine Mama nicht geschickt im sammeln Geld für Birabidjan, weiß ich nicht, ob er wollte organisieren, also einen direkten Austausch. Aber ich bin ihm sehr dankbar, er ist schon auf jener Welt, aber ich will es gedenken auf ewig.